Ja, und damit herzlich willkommen zu diesem neuen Videoprojekt auf dem Kanal, zum Spiel Nibiru. Ja, einem Sci-Fi-Survival-Game, was man komplett alleine spielt. In diesem Spiel sind wir auf einem fremden Planeten gestrandet, komplett allein. Wir müssen versuchen, von diesem Planeten zu entkommen. Dafür sammeln wir uns verschiedene Materialien zusammen, aus Pflanzen, aus den zugehörigen Tieren auf dem Planeten und auch Heilpflanzen, damit wir, falls wir verletzt werden, dass wir uns heilen können. Ja, das ist eigentlich auch schon alles, was es zu diesem Spiel zu sagen gibt. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß jetzt damit. Wenn es euch gefällt, lasst ein Abo und ein Like da. Ah, wo bin ich denn hier schon wieder gelandet? Ja. Ich habe ja gerade eben schon genannt, was wir hier spielen, aber ich sag's nochmal. Herzlich willkommen zu diesem Survival-Spiel, bei dem ich höchstwahrscheinlich sterben werde. Hoffentlich nicht durch diese zwei komischen Dinger, die da gerade langgelaufen kommen. Ich habe keine Ahnung, auf welchem Planeten ich hier bin. Aber ich will mich nicht mit denen anlegen. Ja. Endlich mal ein Survival-Game, wo ich nicht auf andere angewiesen bin. Okay. Ich habe doch gerade, glaube ich, einen Schuss gehört, oder nicht? Okay, ich muss hier irgendwo Schissfutter finden. Hier. Ah, ich nehme alles. Ich bin alles. Ich bin gierig. Okay, ich kann so aimen. Ich habe das Spiel vorher noch nie gespielt. Warte mal, bist du friedlich? Okay, die sind friedlich, diese komischen Riesenkröten. Praktisch, kann ich die Kiste eigentlich auch mitnehmen? Nee. Ich weiß nur, dass ich hier überleben muss und es irgendwie schaffen muss, von diesem Planeten zu fliehen. Zumindest sagte das der Trailer aus. Der sagt, ich soll hier irgendwas machen. Warte mal, vielleicht soll ich ja hier Food. Was soll ich denn damit machen? Irgendwie konnte ich gerade hier zwischen den Waffen wechseln. Okay. Ich habe nicht vor, mich mit dir anzulegen. Keine Sorge, kleine Kröte. Habe ich das jetzt benutzt? Wie benutze ich das? Ich glaube, ich habe es benutzt. Wartet mal. Settings. Controls. Hier muss das doch stehen. Ja, mit den Quickslots habe ich das, glaube ich, gerade benutzt. Ihr sagt, ich soll hier irgendwas machen. Vielleicht ist hier drin ja noch was. Das ist auf jeden Fall das Schiff, was ich hatte. Das ihr mir wahrscheinlich während der Vorschau gesehen habt. Okay. Okay. Irgendwo soll ein Rover sein. In der Richtung. So, jetzt das Test of Example. Okay, die sind wirklich friedlich mir gegenüber. Nach Möglichkeit versuche ich mich nicht mit allem, was lebt, anzulegen. Ich will ja überleben. Außer ich muss die kochen. Es gibt hier auch irgendwo ein Crafting-Menü. Da werde ich höchstwahrscheinlich kochen müssen. Bist du auch friedlich oder? Ich glaube, die sind mir alle friedlich, solange ich sie nie angreife. Das ist was Schönes. Was bist du denn? Du bist doch safe nicht friedlich. Sag ich doch! Das Ding hat mich angegriffen. Ja, um mich anzugreifen. Au! Ich glaube, ich bin fast tot. Oh Gott, da ist noch so ein Ding.
Ich lege mich nicht nochmal mit dem Ding an. Das nimmt mich auseinander. Ich hätte gerne die Doppelknarren. Hier in dem Ding bin ich also bestimmt safe. Einfach alles nehmen. Okay, ich kann jetzt mir eigene Batterien machen. Ich brauche Nibirium dafür. Okay, hier ist offenbar eine Workstation. Ah, jetzt kann ich mir hier Sachen craften. Nibirium brauche ich, oder? Da schießt doch schon wieder irgendwas. Wartet. Ja, ich hatte jetzt mal eben kurz dieses Medikit, was ich aus der ersten Kiste bekommen habe, mal genommen. Was genau soll ich denn jetzt craften? Da war das Zeug drin. Da ist bestimmt auch noch was drin. Ich guck einfach, was craftbar ist. Das wird schon das sein, was ich craften muss. Ich habe nämlich nicht bedingt aufgepasst. Wartet mal. Mischen. Find the energy cell for the suit. Okay, ich soll diese komische Zelle benutzen. Das ist sie nicht. Das, ja. Okay, ich glaube, ich habe meinen Job gerade erfüllt. Kann ich hier vorne irgendwas machen? Ich darf nicht mal Knöpfe drücken. Du bist friedlich. Okay, ich soll jetzt in die Richtung. Ich muss jetzt Nibirium finden. Ich denke mal, das sind diese Drohnen, die hier am Kämpfen sind. Ich glaube, mit dem Messer baue ich das gerade ab. Kann ja mal gucken, Inventar. Nee, da hat sich nicht viel geändert. Ja, das ist auf jeden Fall das Ding. Aber womit baue ich das ab? Wartet mal, das steht doch in den Settings bestimmt. Nee, Guide. Quests. Okay, das zeigt mir zumindest, welche Arten von Zeug es gibt. Aber es zeigt mir nicht an, wie ich was abmeine. Vielleicht ist das generell irgendeine Fähigkeit? Nee. Ich kann ihn mal so lange drauf kloppen in der Hoffnung, dass es einfach kaputt geht. Ah, okay, ich muss einfach die ganze Zeit draufhauen. Danke. So verstehe ich das. Zack. Geh kaputt. Komm. Die Dinger gehen aber auch echt langsam kaputt. Okay, ich soll jetzt auf jeden Fall Batterien craften, aber ich will wissen, was ist das Rote hier? Das baue ich auch einmal ab. Vielleicht brauche ich es ja. So, komm. Gimme. Nom. Kann ich eigentlich auch die Pflanzen abernten? Oh, hier gibt's irgendwo eine Mini-Station. Okay. Das kann ich, glaube ich, nicht abbauen.
bin ich geschrumpft? Okay, hier sind sonst keine besonderen Kristalle. Ich gehe jetzt erst nochmal in den Rover da wieder rein. Und bastel mir so eine Batterie. Mir kommt es echt halt so vor, als wäre ich geschrumpft. Ah, hier sehe ich das jetzt auch. Okay. Dafür brauche ich Aluminium für diese komischen Dinger. Ich kann mir eine Pistolenmunition machen. Eine Eisen. Niberium. Ich mache mir mal eins. Und mache mir auch mal ein bisschen Pistolenmuni, wenn ich schon die Gelegenheit habe. Okay, ich muss das eigenhändig ins Inventar packen. Warte mal, jetzt will ich mal die Map sehen. Wow, Leute, guck mal, was für eine riesen Map wir hier haben. Also wir werden hier noch ordentlich an dem Spiel zu tun haben. Das ist ja auch gerade erst rausgekommen. Jetzt mal ein bisschen Crystal Money ist fertig. Also ich werde locker jetzt so 5 Minuten wahrscheinlich darüber rennen. Ich warte, bis die Pistolenmunition aber erstmal fertig ist. Ich will noch mal gucken, welche Arten von Steinen gibt es denn? Resource Extraction. Okay, es gibt Eisen, Niberium, Magnesium, Gold, Sodium, Platinum, Titanium und so ein Lithzeug. Aluminium gäbe es auch noch. Also es gibt 9 verschiedene Arten von Mineralien, die ich abernten kann. Ich bin im Übrigen froh, dass das Spiel so flüssig läuft. Ich musste das von den Einstellungen her komplett runterschrauben, also wirklich aufs Niedrigste, damit das überhaupt funktioniert. Weil als es auf der hohen Qualität war, ist das die ganze Zeit abgestürzt. Ich habe gelernt, mit den Dingern will ich mich noch nicht anlegen. Die nehme ich schlicht und ergreifend auseinander. Ich will aber wissen, was das Ding da vor mir ist, wo die so drumherum schweben. Mir kommt es echt so vor, als wäre ich geschrumpft. Ach, das sind diese komischen Bäumchen. Kann ich die denn auch ernten? Also so Holz? Die kann ich nicht ernten. Ne, die sind einfach nur Deko. Alles klar. Schön, dass wir das auch getestet haben. Ich will wirklich nicht rausfinden, was alles friedlich und was aggressiv ist. Hallo Schneckchen. Ihr seid ein bisschen schneller als die Schnecken auf meinem Planeten. Vielleicht kann ich die ja zu Reittieren machen. Boah, was für eine riesige Welt haben wir denn hier vor uns? Ich wechsle mal zur Einzelpistole. So, wo ist denn der Eingang davon? Hier ist der Eingang, oder? Nein. Wie gesagt, ich will mich nach Möglichkeit erstmal nicht mit den Viechern hier anlegen. Wie geht's? So ein Würmchen greift mich an. Und das ist ultra schnell. Woran bin ich denn jetzt schon wieder hängen geblieben? Ich suche noch die Möglichkeit reinzukommen.
Ah, ich hab mich selbst. Würmchen sind gemein. Bin drin. Die Dinger da bluten. Warte mal, Crafting. Der Charakter, den ich nämlich hier genommen habe, müsste eigentlich in der Lage sein. Auch ohne eine Bank Heil-Items herzustellen. Man konnte sich verschiedene Klassen auswählen und ich habe extra den genommen, der auch so Heil-Items herstellen kann. Einfach weil das für mich am sinnvollsten klang. Ich brauche von irgendwoher diese Medicinal Plants. Also diese Heilpflanzen. Was habe ich denn dann als drittes noch eingesammelt? Wo habe ich das Sodium her? Also, momentan kann ich mir nichts Brauchbares herstellen. Ich soll wahrscheinlich an diesem PC. Okay. Ich habe gerade irgendwelche Daten bekommen. Okay. Jetzt soll ich noch mal hier hin. Kann ich die Dinger da abbauen? Nein, das ist was auch immer. Ist hier denn noch irgendwas zu mitnehmen? Also irgendwas, das mich interessieren könnte. Shotgun, Zeug. Wäre natürlich schön, wenn du mir auch die Shotgun direkt mitgeben würdest. Ich muss gucken, dass ich nicht nochmal diesem Würmchen über den Weg laufe. Welche von denen ist denn die Pflanze, die ich bräuchte? Eine kann man doch bestimmt abbauen. Aber welche? Wenn ihr wisst, welche, schreibt es mir einfach mal unten rein. In die Kommis. Im Ernst, mit der Waffe, die ich habe, lege ich mich definitiv nicht mit den Dingern an. Ich habe nur noch 20 Leben. War das die Heilpflanze? Die Dinger hier? Okay. Ihr müsst es mir doch nicht mehr unten reinschreiben. Craften. Ich brauche aber noch Plastikgranulate. Und weiß der Geier, wo ich die herbekomme. Okay, hier ist jetzt noch so eine Station. Ich hole mal sicher, jetzt habe die Knarre raus. Wenn er wieder so ein Würmchen ist, dann renne ich nur noch weg. Okay, ich soll die Da-Station unter die Lupe nehmen. Ich traue diesen Eiern da auf dem Boden nicht. Ein Oxygentank. Natürlich ist da so ein scheiß Wurm. Ich treffe ihn nicht. Warte, ich nehme jetzt mal das Messer. Okay. Abstechen bei dem Würmchen. Das ist die einzige Methode, wie ich diese scheiß Würmer treffe. Und ich lese, ich habe null Leben. Null. Und lebe immer noch. Also ich weiß nicht, was das da unten links aussagen soll. Wenn jetzt hier noch ein Wurm kommt, bin ich am Arsch. Ja, ich untersuche die gleich.
kann keine von diesen Granulaten herstellen. Wo finde ich die denn? Oh, ich bin tot. Oh, ich bin am Arsch der Welt schon wieder. Okay, ich werde den Weg da hinten erstmal wieder laufen müssen. Deswegen sage ich, ich mache jetzt hier einfach einen Cut. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns bei der nächsten Folge von Nibiru.